Willkommen zurück bei Fran Bau. Wir sind inzwischen in der dritten Folge und wir brauchen ein Pferd und ein Schloss. Beim Pferd hätte ich ja zumindest ansatzweise eine Idee. Beim Schloss wird es schon schwieriger. Hier haben wir auch schon geguckt gehabt, ne? Pass auf, was du tust, ja. So. Lasst mich mal was mit dem Schaukelpferdchen probieren, weil wir... Sachen auszuprobieren ist gut, aber in diesem Fall wird es zu nichts Gutem führen. Ein Pferd und ein Schloss. Ha. Ein Pferd und ein Schloss. So, hast du inzwischen was anderes zu erzählen? Okay, nee. Tue ich nicht, ciao. Auch kein Pferd drin. Okay, jetzt geht die Sucherei halt los, ne? Ein Pferd und ein Schloss. Der König mag Zeichnungen. Kann ich ein Pferd und ein Schloss zeichnen? Das gehört mir. Meine Buntstifte. Kann ich ihn haben? Ich mag diesen grünen Stift einfach so sehr. Kann ich ihn haben? Nein, dann kann ich nichts Grünes mehr malen. Das ist ja lächerlich. Aber du hast so viele. Ja, viele Farben. Aber weißt du, sie mögen es nicht, wenn ich male. Wer? Die Krankenschwestern, sie fesseln mich. Und wenn ich malen will, kann ich das nicht. Die sind verrückt. Die Krankenschwestern sind wahnsinnig. Wenn ich nicht malen kann, tue ich mir weh. Dann kommt die rote Milch. Schau. Bitte mach mich gesund, okay? Und mach, dass die rote Milch weggeht. Ich schau mal, was ich tun kann. Pflaster? Oh, danke! Du kannst den Buntstift haben. Geh jetzt weg, ich muss malen. Okay, wir haben den grünen Stift bekommen. Wenn ich jetzt den grünen Stift... Oh, ich habe ein Pferd und ein Schloss. Ja, oh, ich werde etwas Besonderes für den König malen. Gott. Juhu. So. Der König mag Zeichnungen. In dem Fall hat es mir tatsächlich weitergeholfen, der Hinweis. Sehr schön. So. Finde es auch schön, dass man hier relativ schnell von Bild zu Bild kommt. Also es dauert nicht ewig, wie bei manch anderen Point-and-Click-Adventure, du, dir geht's immer noch schlecht. Hey Annie, wie geht's dir? Hast du keine Angst vor mir? Nein, warum? Weil ich Zaubertricks kann und dich müde machen kann. Ich wusste nicht, dass du sowas kannst. Zaubertricks? Ich wusste nicht, dass du sowas kannst. Zeig's mir. Dir zeigen? Aber das ist sehr gruselig. Mach du es lieber. Ich bin kein Zauberer. Ich kann dir das magische Zeug geben. Wirklich? Wuhu. Her mit dem magischen Zeug. Ja, das magische Zeug, das jeden einschlafen lässt. Das ist unglaublich. Gewaltig und großartig. Hier, ich schenk's dir. Nimm es. Aber langsam. Aha. Okay, müssen wir eventuell den Wächter ausnocken. Der hatte, glaube ich, eine Tasse auf dem Tisch stehen. Wie funktioniert das? Ich habe keine Ahnung.
Okay. Oh, das ist wunderbar. Genau das, wovon ich geträumt habe. Du kannst mein Schwert haben, es gehört dir. Okay. Her damit, er ist aber leicht zufriedenzustellen. Untersuchen. Der königliche Gehstock vom König. Untersuchen. Eine leckere Zimtschnecke. Okay. Passt mal auf. Ich will das hier... Ach nein. Kombinieren. Selbst wenn es funktioniert, weiß ich nicht, was es tut. Wir können natürlich den Schlüssel auch... Okay, ein schöner Gehstock. Ein verzierter Gehstock. Genau, doch, schon richtig. Jetzt komme ich an hohe Gegenstände heran. Ich werde das... Was, wie? Ich werde das den Grabomatic 2000 nennen. Okay. So. Okay, also dafür wollen wir die Zimtschnecke dann doch nicht hernehmen. So. Machen wir mal weiter. Ach, die Arme, da geht's aber wirklich nicht gut. So. Ist das ein Getränk? So, passt mal auf, wenn ich jetzt dieses Teil auf den Schlüssel... Hey, 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 gib mir das, du kannst diesen Schlüssel nicht haben. Das ist mein Grab-O-Matic. Aber ich habe hart daran gearbeitet. Das ist mein Grab-O-Matic. Gib ihn zurück. Halt den Mund. Ich mache hier die Regeln, nicht du. Dieses Spielzeug behalte ich jetzt. Du Mistkerl, ich werde ihn mir zurückholen. Das werde ich. Tu doch, was du willst. Ich werde diesen Stuhl nie verlassen. Aber du wirst einschlafen. Das ist nur die Frage... schlau genug, um eine andere Lösung zu finden. Ich glaube... Heutige Besuche. Fillmore Bronston. Jason Koch. Lisbeth Morg. Ha! Also ich muss den da wegkriegen. Also, vielleicht... Ich hab's dir doch gesagt. Einen Kuss für den Schlüssel. Na, was sagst du? Oh, ich will da nicht Ja sagen. Schau, Mädchen, wenn du weiterhin hierher kommst, werde ich mich nicht mehr unter Kontrolle haben. Boah, ist das widerlich. Muss ich da... Oh, ich will... Nein, das wollte ich eigentlich nicht machen. Vielen Dank auch dafür. So, jetzt passt mal auf. Das versuche ich nicht einmal. Okay, so hatte ich das auch nicht gedacht. Okay. Habe ich's voll verkackt. Kann ich dem nicht irgendwas ins Getränk? Thank you.
wir das mit dem Kuss anders lösen? Ich habe Marcel von der letzten Lieferung erzählt, aber er hat sie sich noch nicht angesehen. Tja, er hat wohl... Was? Tja, er holt wohl bald auf. Hey, Gladys, könntest du mir einen Gefallen tun? Sicher. Alles außer dem Wachmann Kaffee zu bringen. Na, endlich habe ich eine Lösung. Warum nicht? Ich kann es nicht tun, weil ich mich um die Kinder kümmern muss. Ich habe selbst etwas anderes zu tun. Tut mir leid. Na, Gott sei Dank. Endlich kann ich ihm Kaffee bringen und... Oh, du meine Güte, tut mir leid, ihr lieben Finger, der Kaffee ist heiß. So. Kombinieren. Okay, gut. Geht nicht, aber wir können ihm natürlich die Zimtschnecke dann dazu anbieten. Okay. Hat mich das Spiel jetzt wahrscheinlich absichtlich drauf gestoßen, weil ich hier so rumgeeiert habe. Okay, pass auf. Kaffee. Hier ist ein heißer, heißer, heißer Kaffee, Sir. Okay. Schau, was du angerichtet hast, du irre Waisenschlampe. Das hast du doch absichtlich gemacht. Jetzt muss ich mich umziehen. Das brennt wie Hölle. Renn bloß nicht weg, du kleines Miststück. Wieder. Und jetzt habe ich den Schlüssel. Habe ich dich, jetzt kann ich das Büro aufschließen. Okay. Gut. Schlüssel. Es ist immer gut, einen zusätzlichen Schlüssel zu haben. Wir untersuchen den jetzt mal. Ein zusätzlicher Schlüssel. Ich habe ihn im Büro gefunden. Okay. Der Arzt hat immer hier gesessen und nichts getan. So, keine Bilder oder lustigen Rätsel. Mr. Midnight könnte mir ein Rätsel erzählen. Er liebt so etwas. Dieses Buch ist nicht sehr interessant. Schreibmaschine? Die gelbe Schreibmaschine. Ich könnte Tante Grace einen Brief schreiben. Liebe Tante Grace, bitte hol mich hier raus. Sicht, Geschmack und Hörvermögen. Sowas habe ich mal in der Schule gelernt. Daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Das Gehirn ist so kompliziert. Ich verstehe ja nicht einmal meine eigenen Gedanken, obwohl sicher niemand sie gänzlich versteht. Ich wünschte, dieser Schlüsselhalter hätte alle Schlüssel. Ich muss das Tor vor der gelben Tür öffnen. Was haben wir hier? Die Bücher sind alle gleich. Ich frage mich, wessen Kopf das wohl ist. Oh, ich liebe es, Briefe zu öffnen, aber der ist nicht für mich. Mental Health Global Week. Ich frage mich, was Leute bei solchen Versammlungen machen. Was für ein reizendes Bild. Ich wünschte, ich könnte so malen. Testtag. Jeder Tag ist Testtag. Oktober und November. Jetzt ist 2. Oktober. Was für eine winzige Schrift. Gedanken von Marcel Dearn. Ein Interview mit Dr. Dearn über die Arbeit mit Kindern. Oh, das habe ich schon mal gesehen. Was bedeutet es? Oh, der Code und wichtige Informationen. Endlich. Dr. Marcel, Alarm am Sicherheitssystemfeld in der Rezeption ausschalten. Die gelbe Tür wird für 2 Minuten offen sein, dann ist sie wieder alarmgesichert. Alarmcode 17. Dezember ist gleich 25. Juli. Du bist nicht allein, tritt uns heute bei Oswald-Anstalt. Aha. Ich weiß nicht wirklich, was das ist. Daraus strömt frische Luft wie der Wind. Ich denke, da muss wohl ein Loch hinter sein. Ein Windloch.
Das sollen wohl wir sein, um Gottes Willen. Oh, das tote Mädchen sieht ein bisschen aus wie ich. Naja, ich bin betäubt und ich sehe komische Dinge. Aber ich bin nicht tot. Obwohl deine Augen geöffnet sind, kannst du es nicht verstehen. Obwohl deine Augen bluten, kannst du nichts fühlen. Verberge deinen Schmerz nicht. Lass es wehtun. Wir haben ja noch vorhin irgendwo gelesen, verberge deinen Schmerz. Ich muss das Tor vor der gelben Tür öffnen. Das mit der gelben Tür muss ich mir jetzt nochmal anschauen. So, ist hier irgendwas anderes? So. Huch, Phil! Ein vergessenes Mädchen ohne Familie oder Kater wird sterben, wenn der Mond kommt. Was meinst du? Die Sau hat mich hier eingesperrt, aber ich habe doch noch den Schlüssel, oder? Ist das ein Ersatzschlüssel? Dieser Schlüssel passt hier nicht. Ich muss da raus. Wow, 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 wow. Kann ich mich darunter verstecken? Ich hasse dieses Bett. Hier lege ich mich nicht hin. Ich habe hier schon so oft geweint. Aber drunter legen vielleicht? Der Arzt hat einen Apfel gegessen. Ich könnte den Helm verwenden, damit ich mir nicht wehtue, wenn ich ohnmächtig werde. Aber meine Haare leisten da auch schon gute Arbeit. So, wir sind da. Kommt jetzt das. Ja, danke. Oh, das Windloch, das ist wohl mein Rückweg. Ich frage mich, ob Phil davon wusste. Nein, Phil wollte dich einfach nur verraten, der Arsch. Oh, diese Ratte hat sich wirklich den Kopf gestoßen. Ich sollte ihr einen Helm schenken. Ich gehe einfach weiter und weiter. Super, bin ich jetzt tot? Oh nein, ich bin in der Besenkammer aufgewacht. Wie schön. Okay. Meine Güte, wo bin ich jetzt? Das muss ich wohl herausfinden. Okay. Kein Wasser, um mir die Hände zu waschen. Ein Mob, der über den Boden tanzt. Mr. Midnight hasst Mobs. Er versucht immer, sie mit seinen wütenden Pfoten zu töten. Putzmittel. Sie sollten unsere Toiletten putzen. Schwämme und Waschlappen und tausende Chemikalien. Ich glaube, sowas brauche ich nicht. Doch. Doch, doch. Das brauchst du. So. Oh, wenn ich eine Hexe wäre, könnte ich von hier wegfliegen. Ich würde mit meinem Katerchen fliegen, während die Nacht voller strahlender Sterne ist. Und wir würden seltsame Orte besuchen, weil wir beide seltsame Sachen mögen. Hm, da ist nichts unter der Decke. Kiste ist offen. Lass mich sehen. Die Handschuhe sagen mir gar nichts. Alle Krankenschwestern tragen Handschuhe. Ich könnte sie mal probieren, aber ich will nicht. Abgekratztes Etikett. Hm. Diese Dose ist leer. Ich schätze, sie tun ein paar Tabletten da rein. Schlechte Tabletten. Ich nehme sie mal, um mein Katerchen zu finden. Ich glaube, ich höre auf, wenn ich Mr. Midnight finde. Oder vielleicht, wenn ich sie alle genommen habe. Gelbe Tabletten. Oh, die sehen spaßiger aus als die roten. Ich frage mich, wieso ich die roten Tabletten bekomme statt den gelben. Vielleicht ist ihnen die Farbe ausgegangen. Aha. Wenn ich jetzt... Oh! An diesem Ort verlierst du wirklich den Kopf. Hoffentlich kann ich entkommen, bevor ich meinen verliere. Was steht da? Lügen in einer Box. Lügen in einer Box. Was mache ich jetzt damit?
weil sie schlecht sind. Warum soll ich? Könnte sie mal probieren, aber ich will nicht. Okay, geben die mir die schlechten Pillen oder was ist los? Die liegen in einer Box. So, vielleicht ist ja das hier der Schlüssel da dazu. Ja. Oh! Wenn du dich wehrst, weißt du, dass ich es war. Ich werde in jeder Ecke lauern, um dich leiden und weinen zu lassen. Wenn du dich weigerst, wird das Leben deines Katers darunter leiden. Oh nein. Und dann sind wir ohnmächtig geworden, toll. Oh, mein liebes Katerchen, bald werden wir wieder vereint sein, versprochen. Ich vermisse dich, mein Liebes, ich vermisse dich so sehr. Warum gehst du fort? Bitte lass mich nicht allein, Mr. Midnight. Ein Labyrinth, toll. Am Ende des Labyrinths, Fran. Am Ende des Labyrinths. Labyrinth? Schon wieder ohnmächtig. Ich bin schon wieder ohnmächtig geworden. Ich frage mich, ob meine Träume wahr sind. Das Monster lässt mich nicht nach Hause gehen. Aber wenn ich das Labyrinth finde, kann ich vielleicht Mr. Midnight finden. Ja, wer bitte? So. Ach du Kacke. So, was haben wir hier stehen? Operationssaal. Lobotomie. Beobachtung. Fehlgeschlagene Betäubung. Oh, der Patient wachte bei Erreichen des Frontallappens auf. Die Prozedur wurde unvollständig abgebrochen. Das ist der Junge von oben, oder? Oh Gott. Mein Weg zum Leben wurde mir verwehrt. Ich wurde nicht geboren, aber ich war lebendig. Ich warte auf eine Mutter, die mich liebt. Du kannst den Unwissenden nicht die Schuld geben, aber du kannst die Unwissenheit nicht entscheiden lassen. Das Leben wird dich lehren, wenn auch durch Schmerz und Tränen. Nein, ich mag das nicht so. Der Operationssaal, da will ich nicht reingehen. Es riecht wie verdorbenes Fleisch, Igitt. Ich will nicht, dass sie dort mit meinem Kopf spielen. Oh mein Gott. Oh, wer ist das? Sir, wach auf. Oh Gott. So, kann man da rein. Ja, ach, alle Narben am Kopf. Edward. Da steht Edward. Ich weiß nicht, was das heißt. Draw it. Draw it. Draw it. Oh Mann, warum hängt dein Gehirn raus? Ist es hier drin etwa zu warm? Er antwortet wohl nicht. Ich schätze, das wird ein Festschmaus für die Mäuse. Palo, machst du ein Nickerchen? Hast du dich übergeben? Wie ekelhaft. Ich hoffe, du wirst schnell wieder gesund. Oh, hart, hart, hart. Oh, ich bin also rundherum gelaufen. Jetzt bin ich direkt unter der Küche. Aber ich komme nicht nach oben. Das ist versperrt. Die gelbe Tür. Oh, oh. Ja, ich habe die neue nach oben gebracht. Frenbau? Nein, ich habe sie nicht gesehen. Was, der Schlüssel zum Keller? Naja, nein. Und das Büro des Arztes? Da hat er immer den Schlüssel aufbewahrt. Ganz ruhig, der Schlüssel ist nicht hier. Sicher, ich lasse es dich wissen, wenn er auftaucht, aber du musst dich beruhigen. Ja, ich bringe ihn dir, wenn ich ihn finde. In Ordnung, bis dann. Baby-Shaken-Syndrom.
Okay, wir stehen hier gerade jetzt im Büro der Sekretärin wahrscheinlich. Und ich weiß auch, wo wir sind. Das ist der Gang von vorhin Dings. Aber ich würde sagen, das war für diese Folge wieder genug zum Verarbeiten. Das ist so grausam teilweise. Ja, und deswegen brauchen wir jetzt alle Zeit, um das sich setzen zu lassen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Frame Bau wieder. Ich danke euch fürs Reinschalten und bis bald.